Ja, guten Abend wieder. Wir sind hier mit Markus Müller zur zweiten Session. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Markus Müller ist ein Mann, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Er hat auch Bücher geschrieben. Ihr werdet diese finden. Im Link nebendran im Chat werdet ihr Links dazu finden. Und wir haben uns schon ein Stück weit damit beschäftigt, einführende Gedanken zum Umgang mit Zukunft als Christen. Und ich möchte nochmal nachfragen, Hoffnung, Hoffnungsdefinition, das war ein wichtiges Stichwort von letzten Mal. Dort wollen wir nochmal einhängen. Kannst du uns noch an anderen Bildern veranschaulichen, was du meinst mit Hoffnung? Ja, ich mag sehr, dass wir eine Vorstellung haben von Hoffnung, weil die Floskel Hoffnung hilft uns ja noch nicht weiter. Ich habe das schon versucht zu definieren in unserem ersten Zusammensein, dieses Verankertsein im Kommenden. Und ich habe gesagt, wir gehen oft auf eine graue Wand zu. Das macht uns sehr Angst und deshalb beschäftigen wir uns sehr mit der Gegenwart. Für mich heißt Hoffnung durchschauen, durchsehen können, was ist uns von Gott her zugesagt für das Kommende. Hoffnung heißt in dem Sinne, ich habe es hier auch nochmal versucht bildlich darzustellen, verankert zu sein in dem, was Gott mir verheißt. Gott hat unendlich viele Gedanken zum Kommenden, zur Zukunft, sind eigentlich das, was ihm immer schon vorgeschwebt ist, was kommen darf. Da drin darf ich meine Seele verankern. Das verstehe ich unter Hoffnung. Wer gerne ein anderes Bild noch hat zu Hoffnung, dem zeige ich hier diese zwei Dinge. Das ist eine Schnur, die gespannt ist. Hoffnung im Hebräischen heißt so viel wie Tikva und Tikva heißt ursprünglich eine Schnur spannen. Sie kennen das vielleicht vom Garten, wenn Sie gerade sehen wollen, dann spannen Sie eine Schnur und pflanzen Ihre Pflanzen diese Schnur entlang. Im übertragenen Sinn Hoffnung, Vergangenheit und Zukunft. Wer keine Vergangenheit hat und keine Zukunft hat, lässt sich die Schnur eben nicht spannen. Hoffnung heißt eine gespannte Schnur, damit ich die Lebensmauer meines Hauses gerade bauen kann. Verankert in der Zukunft. Wir haben vorher über die Gnade vom Kreuz, der Kreuzestod von Jesus, das ist Vergangenheit, die Ermöglichung eines Lebens aus Gnade. Bloß die Schnur kann ich nicht spannen, wenn ich nicht auch eine Vorstellung vom Kommenden habe. Was sagt denn Gott über das Kommende persönlich bei mir für die Zeit vor dem Tod und aber auch für die Zeit nach dem Tod, für die jetzige hiesige Welt und für den neuen Himmel und die neue Erde? Wenn ich hier im Vergangenen und im Kommenden verankert bin, dann lässt sich die Schnur spannen und die Lebensmauer meines Hauses gerade bauen. Gibt noch sonst ein schönes Bild. Hoffnung ist wie der rote Teppich, der mir vom Kommenden her ausgerollt ist. Ich als VIP, als Very Important Person, darf mich auf diesen roten Teppich begeben, der mir vom Kommenden her ausgerollt ist. Und ab heute darf ich ein Leben leben auf diesem roten Teppich. Ob ich es immer spüre und merke, das ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich bin ich auf diesen roten Teppich gestellt und darf auf diesem roten Teppich Schritt für Schritt gehen. Auf den Folien ist es nochmal ein bisschen zusammengefasst. Sie können es dort gerne oder ihr könnt es gerne dort nachschauen. Sehr schön. Wir wollen uns heute ein bisschen mit der Gegenwart auseinandersetzen. Also wie leben wir in der Gegenwart? Was macht diese Gegenwart aus? Und im Zusammenhang mit der Gegenwart, wir haben es auch letztes Mal schon angetönt, sprichst du von einer mentalen Not, die mentale Not der Gegenwart. Kannst du das erläutern, was du damit meinst? Ja, ich glaube, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, Kinder unserer Zeit sind. Und wenn ich die vergangenen 75 Jahre anschaue, dann merke ich, dann hatte diese Zeit einen Drive, nämlich die Gegenwart zu verbessern. Die Gegenwart ist in dem Sinn gescheitert, im Zweiten Weltkrieg, logisch. So kann es nicht weitergehen, es muss alles anders werden und wir werden uns bemühen müssen, sehr bemühen müssen,
eine Gegenwart zu schaffen, die uns das Leben leicht macht, nicht nur technisch, sondern auch sozial. Deshalb finde ich zum Beispiel in Deutschland das Grundgesetz eine hervorragende Erfindung, ein einzigartiges Grundgesetz, was wir alle eigentlich nur auswendig lernen könnten, mit dem ersten Punkt der Menschenwürde. An dem Dreh- und Angelpunkt, da orientieren wir uns, und wenn man das runterbricht auf du und mich, wie gehe ich eigentlich mit dir um, wie gehst du mit mir um, entspricht es der Menschenwürde oder zurzeit in Corona, ist das eigentlich noch menschenwürdig, unser Schutz des Lebens, ist der noch menschenwürdig? Da würde für mich die Verfassung jetzt vor allem in Deutschland eine große Rolle spielen, eine sehr spannende Rolle. Und die mentale Not, die besteht darin, dass ich aus dem Druck heraus die Umstände so einzurichten, dass sie gut sind, fast nur noch meine Gegenwart optimiere. Und wie jede Entwicklung ist eine Zeit lang sehr gut. Und dann kann sie kippen. Und aus meiner Sicht sind wir davon bedroht, dass das kippt in eine nur noch eine exklusive Optimierung der Gegenwart, ohne Blick fürs Vergangene und ohne Blick fürs Kommende. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, unsere Not ist, dass wir ein Stück weit geschichtsvergessen sind, dass wir nur noch in der Gegenwart leben. Mhm. Die Geschichte möglichst uns neu erfinden wollen und keinen wirklichen Blick für die Zukunft haben, anders als einfach unser jetzigen momentanen Zustand zu optimieren. Also, dass es mir immer besser geht, dass ich vielleicht schöne Ferien machen kann, dass jetzt endlich Corona vorbei ist, aber ohne wirkliche Richtung, in die ich gehe. Genau. Und zwar, das ist richtig eben mit der Geschichtsvergessenheit, zunächst mal die Vergangenheitsvergessenheit. Die Menschen zwischen 1945 und 1968 waren in erster Linie Menschen, die nicht über die Vergangenheit nachgedacht haben oder nicht nachdenken wollten, schon gar nicht darüber reden wollten. Was ja dann die sogenannte 68er Generation dazu bewogen hat, auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, denen können wir nicht trauen, denn sie reden nicht. Dieses Schweigen, was sie praktiziert hat, das redete zwar auch, wir wissen, es ist etwas passiert, aber wir wissen nicht genau was. Und ich glaube, dass die 68er Bewegung stark eine Reaktion war auf diese Geschichte. Und dann haben die 68er diesen Satz geprägt, trau keinem über 30 und damit trau überhaupt nicht der Vergangenheit, damit vergesse ich die Vergangenheit und aus dem heraus logischerweise eigentlich vergesse ich auch die Zukunft und deshalb die Geschichtsvergessenheit von mir als Mensch und sehr oft ja auch ich, was kümmert mich denn das von gestern, was kümmert mich das von morgen, ich kann es sowieso nicht wissen, also konzentriere ich mich auf das Gegenwärtige. Du hast im Vorfeld, haben wir darüber gesprochen, dass etwas, was fehlt in unserer Zeit, eben ein Blick nicht nur für mich alleine, für mich, mein persönliches Leben ist, sondern eigentlich für die ganze Menschheit. Ein Blick, der ein bisschen weiter ist als nur meine Möglichkeit, jetzt wieder in ein Restaurant zu gehen, zu essen oder wieder Sport betreiben zu können etc., sondern eigentlich eine Investition ins Überleben der Menschheit. Und Menschheit jetzt verstanden, du und ich, also jeder Einzelne, die Investition nicht nur ins Wohlergehen, in den Moment, lebe den Moment, ist dann manchmal so ein Motto, auch für mich ganz persönlich, das, was ich jetzt mache, ist es langfristig tauglich? Hilft mir das langfristig oder befriedigt es nur den Moment? Ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen, jetzt auch zur Zeit, was uns manchmal verloren geht. Uns geht verloren, dass wir, wenn wir das Leben und vor allem die Gesundheit so hoch stecken, dann entweicht mir der Blick für den anderen. Aber auch was anderes geht verloren, und das meine ich ein bisschen mit dieser mentalen Verarmung, nämlich ich glaube, es gibt einen äußeren Mensch, dazu gehört eben die Gesundheit, aber es gibt auch einen inneren Mensch.
Und dieser innere Mensch, dafür einen Blick zu haben, nach meinem Dafürhalten, sind wir immer wieder bedroht, genau diesen Blick für den inneren Menschen zu verlieren. Also diesen Menschen des Friedens, diesen Menschen des Ja-Sagens, diesen Menschen der Hoffnung, diesen Menschen der Dankbarkeit für das Vergangene. Letztlich könnte ich auch sagen, vom Neuen Testament her gesprochen, diese Früchte des Heiligen Geistes, das sind Dimensionen von innen und die richten sich nicht nur nach außen. Und deshalb glaube ich, dass in dieser mentalen Verarmung, in dieser Zeit, es ein Gebot der Stunde ist, zum einen den anderen wieder in Blick zu kriegen, zum zweiten den Blick nach vorne ins Blickfeld zu kriegen und zum dritten den Blick nach innen, also auf den inneren Menschen, diesen Blick wieder zu gewinnen. Ja, ich finde noch spannend, gerade in der Corona-Zeit könnte man sagen, das ist fast ein Stück weit wie eine Lupe für diese mentale Not der Gegenwart. Ein Freund von mir hat mir erzählt von jemandem, der ihm nahesteht, eine Person, die gestorben ist und kein Geistlicher durfte zu dieser Person. Das heißt, zum Körper hat man vielleicht geschaut, die ist dann aber gestorben, die Person, aber zur Seele, das spielte überhaupt gar keine Rolle, sondern da sollte Schutz sein, damit nicht andere Körper betroffen werden. Absolut. Also das im Moment, ich glaube auch die Corona-Zeit ist wie eine Art Lupe, so dass wir deutlicher sehen, wie wir funktionieren und ticken. Und deshalb, so schrecklich ich das auch finde und so sehr ich Anteil nehme am Leiden von vielen Menschen, ich arbeite selber mit alten Menschen, die werden ja richtig gehend weggesperrt. Da ist ein ganz tiefes Leiden dahinter. Aber mit der Lupe sehen wir, wie hoch wir eben scheinbar Gesundheit bewerten und anscheinend im Moment das Leben bewerten und eben den Blick darüber hinaus verlieren. Den Blick auf das Künftige, den Blick nach innen. Und das scheint mir eine große Gefahr, nicht erst in Corona gewesen zu sein, sondern vorher. Und ich wünsche mir sehr, dass wir über verschiedene Dinge noch mal ganz neu lernen zu reden. Zum Beispiel, welchen Stellenwert hat eigentlich das Leben, auch das Leben, das zu Ende geht? Welchen Stellenwert hat die Gesundheit und das Wohlergehen? Und welchen Wert haben Dimensionen wie Dankbarkeit gerade in der Begrenzung? Dankbarkeit sogar im Kränklichen. Dankbarkeit im Verletzlichen. Und ich glaube, diese Themen von Verletzlichkeit, von Umgang mit Schwäche, vom Umgang mit Begrenzung, mit Tod, ich finde es befreiend, darüber wieder reden zu dürfen. Also auch in dem Sinne, wo ich scheitere, ist das nicht das letztendgültige Scheitern, sondern ich darf scheitern, das ist völlig okay, wie wir auch eben im Moment als Gesellschaft merken, ja, da sind wir angestoßen und dieses Scheitern nicht als Ende anschauen, sondern als Chance. Absolut, wobei es immer schwierig ist, als Mensch, der gerade im Moment gut drauf ist, über das Scheitern zu reden, um wirklich Einblick zu kriegen in dieses Scheitern. Ich kann es nur für uns immer wieder versuchen, zu verstehen und nachzuvollziehen, was es heißt, begrenzt, verletzlich scheitern zu leben. Und das Scheitern nicht als Negativstempel zu sehen, es ist ja wie das Gegenteil vom Leistungsgedanken, über den wir vorher geredet haben, sondern das Scheitern, die Verletzlichkeit wie eine Selbstverständlichkeit, den Tod wie eine Selbstverständlichkeit zu nehmen. Und deshalb, jetzt im Alters- und Pflegeheim zum Beispiel, frage ich die Leute sehr, sehr oft, wie stellen sie sich eigentlich die Zukunft vor? Wie stellen sie sich ihr Leben vor dem Tod vor? Wie stellen sie sich ihr Leben nach dem Tod vor? Und ich habe bisher, es sind sicher 600-700 Menschen, die ich bisher begleiten durfte, im Sterben und am Ende des Lebens. Ich habe bisher noch keinen erlebt, der verweigert über die Frage, was ich erwarte von dem Leben vor dem Tod und was ich erwarte von dem Leben nach dem Tod. Ich habe noch keinen erlebt, der sich da verweigert hat. Und deshalb finde ich das eine große Ermutigung an uns alle, wenn ich 40, 30, 60 bin, zu sagen, hey,
mein Leben, was zu Ende geht. Vielleicht redet ihr heute Abend, wenn ihr zusammensitzt, irgendwo nett miteinander. Redet ihr mal darüber, wie stellt ihr euch das Leben vor dem Tod und das Leben nach dem Tod vor? Vielleicht stellt ihr euch die Frage, was ist für mich eigentlich das Älterwerden? Ist das eine Krankheit oder ist das das Beste, was mir passieren kann? Stellen Sie sich mal vor, stellt euch mal vor, ihr müsstet 100 Jahre genau so bleiben, wie ihr gerade jetzt unterwegs seid. Vielleicht vor Corona und nicht in Corona, es wäre ein bisschen schöner. Aber die Vorstellung, mein Leben wird jetzt 100 Jahre genauso sein wie jetzt. Ich finde es eine Gnade, dass wir älter und gebrechlich werden dürfen und dass das Leben eines Tages in den Tod mündet, was nicht das Ende, sondern der Anfang sein wird. Genau, wir sind am Sprechen über die Gegenwart auch. Ich möchte gerne nochmal auf das Bild der Dynamiken zurückkommen, das du gezeichnet hast in der letzten Folge. Und zwar hast du dort unterschiedliche gesellschaftliche Dynamiken aufgezeigt. Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Welche Dynamiken bestimmen uns in unserem Heute, in unserer Gegenwart? Ein Stichwort war ja Leistungsgesellschaft. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ja, die Frage heißt, wann stehe ich eigentlich gut da? Meine Familie und ich, wir schreiben seit 20 Jahren so einen Familienrückblick auf das vergangene Jahr. Das schreiben wir primär für uns, aber für unsere Freunde, wenn sie das wollen, stellen wir das zur Verfügung. Dann schreibt jeder von unserer Familie, wir haben 4 Kinder, sind mittlerweile auch erwachsen, wir schreiben es immer noch, es ist immer ganz spannend zu lesen. Dann ist die Frage immer, womit stehe ich eigentlich gut da? Und ich spüre, wenn ich das für mich selber nehme, ich spüre, welcher Druck da ist, darzustellen, was ich alles geleistet habe, was ich kann. Das, was ich nicht so kann, das, was mir schwerfällt, dort, wo ich meine Verletzlichkeit habe, das thematisiere ich nicht gern. Und ich glaube, Reife ist, darüber reden zu können, wo ich verletzlich bin. Ja, wo wir auch manchmal scheitern eben ganz persönlich. Mhm. Eine Arbeit, die nicht zu Ende geführt werden konnte oder ein Projekt, das wir in Angriff genommen haben, das nicht... Oder wo ich mich getäuscht habe, einfach falsch lag. Genau, falsche Annahme getroffen habe. Siehst du noch andere solche Trends, die uns heute stark prägen, unsere Gegenwart prägen? Also für mich eben, aber das ist wahrscheinlich schon fast selbstverständlich, für mich ist dieser Graben zwischen heute und morgen oder heute und übermorgen, dieser Graben, der ist für mich einer der größten Gräben, die ich finde. Man redet zwar viel über alt und jung oder Mann und Frau oder Mensch mit Migrationshintergrund oder ohne, das sind immer Gräben dazwischen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, der größte Graben besteht darin, zwischen heute und morgen. Mit der Folge, dass so viele Menschen in der Gegenwart panisch werden. Panik ergreift uns. Und diese Panik löst wiederum Dinge aus, die halte ich für sehr ungesund in unserer Gesellschaft. Also das Stichwort Populismus wäre hier vielleicht zu nennen. Ich finde diese Vereinseitigung, dieser Bruch des Miteinanders, den finde ich in dem Sinne eine der schwerwiegendsten Tragödien. Wir haben im Vorfeld auch besprochen, dass wir merken, dass Christen zwar Glauben oft thematisieren, aber so den Aspekt vom Leben als Ganzes, dass das für uns viel weniger zum Thema wird und dass es auch so eine Bewegung ist, die wir sehen können. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Ja, das hängt wahrscheinlich mit unserer Tradition, auch mit unserer christlichen Tradition zusammen. Ich glaube, nach meiner Einschätzung war der Glaube sehr entscheidend, letztlich seit der Reformation. Und auch im Pietismus hat man viel Wert darauf gelegt, was ist der richtige Glaube und was ist der falsche Glaube, neben der Werksglaube als falscher Glaube. Deshalb sind wir mental immer mehr drauf gekommen, das zu unterscheiden und uns zu korrigieren. Ich glaube, die Generation, die jetzt mehr am Drücker ist, hat hier so ein bisschen einen Wandel vollzogen. Also meine Generation oder die noch ältere Generation, die hat sehr gepredigt über richtig und falsch, über gut glauben, wie komme ich zum Glauben.
Jemand hat es mal so formuliert, der Glaube ist fundamental, die Liebe und das Leben wiederum ist optional. Und das wiederum finde ich eine große Schwierigkeit. Das heißt, Liebe ist deine Privatsache, Leben, wie du lebst, dein Lebenskonzept, dein Lebensentwurf, das ist deine Privatsache. Du kannst mir zwar deine Erfahrungen nennen, aber ob das jetzt richtig oder falsch ist, und gepredigt wird eben auch nicht darüber. Und das finde ich einen großen Mangel. Ich glaube, wir sollten lernen, wieder neu über das Leben zu reden und über das Leben zu verkündigen, was von der Zukunft die ganze Ausrichtung erfährt. Also nicht nur quasi eben thematisieren, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was müsste man glauben, sondern vielmehr Beispiele geben, vielleicht auch selber eben von dieser Hoffnung in die Zukunft, in die neue Welt, das zu leben und dann basierend auf dem Erlebten darüber zu sprechen, wie ein Lebensentwurf aussehen kann. Und wie du gesagt hast, eben nicht nur ganz individuell, so beliebig, sondern im Bewusstsein, dass wir alle zu Menschen sind, also Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind und damit, dass es auch Entwürfe gibt, die dem mehr und weniger entsprechen. Ja, genau. Also wenn ich nochmal aufgreife, ich glaube, meine Generation, die Generation davor, war ziemlich am rationalistischen, an der rationalen Denkweise orientiert und konnte deshalb leicht sagen, was richtig und falsch ist. Die Generation jetzt nach mir, die redet eher über Erfahrungen, über Storys aus dem Leben. Ich selber glaube, dass wir nochmal eine dritte Variante ausloten sollten, nämlich die Sinnstiftung. Und die wiederum hängt natürlich massiv mit der ganzen Frage, sehe ich eigentlich Kommendes oder habe ich keinen Blick, weil die Sinnfrage elementar von der Zukunftsfrage abhängt. In dem Sinne sind wir eigentlich oder unsere Identität besteht nicht zuletzt darin, Sinn zu stiften, auch in der Verkündigung, aber auch im Gespräch, beim Frühstückstisch, einfach mal statt nur die Befindlichkeit, wie geht's mir gerade, müde, noch nicht fit, auszutauschen, sondern darüber zu reden, auch gedanklich, was macht diesen Tag heute sinnvoll? Und die Verkündigung dann, die Sinnstiftung für mich ist das hauptamtlich Sein in einer Gemeinschaft. In erster Linie die Frage, welchen Sinn können mir diese Hauptamtlichen stiften, wenn sie in der Verkündigung tätig sind, damit meine Tätigkeit, ob jetzt in der Familie, ob in der Nachbarschaft, in der Politik, im Beruf, wo auch immer, macht es wirklich Sinn? Und dazu braucht es ein Bild von der Zukunft. Und wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du auch, Sinn, das kann ich nicht einfach predigen, sondern das will konkret gelebt werden, um dann auch vermittelt werden zu können. Genau, das ist sehr spannend hier. Ich hätte jetzt nicht formuliert gelebt werden, sondern ich hätte formuliert gesehen werden. Also der Sinnstifter sieht etwas. Ob es ihm immer gelingt, das zu leben, das probieren wir alle, du und ich. Wir sind dran zu schauen, hey, kann das gelingen, können wir das leben. Bloß der Anfang besteht meines Erachtens darin, dass ich etwas sehe, was meinem Tun Sinn gibt. Und deshalb ist für mich das A und O, etwas zu sehen. Und deshalb ist meine Frage im Miteinander mit Menschen, ich habe mir abgewöhnt, jemanden zu fragen, wie geht's dir? Ich finde das eigentlich manchmal, ich sage es jetzt für mich ganz subjektiv, das ist wie ein Sprungbrett ins Negative. Und ich glaube, wir brauchen ein Trainingsprogramm oder eine Seeschule, könnte ich auch sagen. Wir brauchen eine Seeschule, etwas zu sehen. Und jetzt komme ich zurück auf Hoffnung, nämlich das, was Gott verheißt. Wenn ich das sehe, dann kann ich daraus einen Sinn ableiten. Dann macht es Sinn, auch mal Kieselsteine zu kauen oder mal auf den Knien zu kriechen. Wie auch immer. Wenn das Sinn macht, dann noch so gerne. Plus Dinge, die nicht Sinn machen, die langweilen mich eigentlich. Das heißt, wenn du jemandem begegnest, fragst du nicht mehr, wie geht's, sondern was siehst du?
Ja, genau. Also es tut mir leid für alle von euch, denen ich in Zukunft begegnen werde. Es tut mir leid, dass ich euch nicht fragen werde, wie geht's euch? Ich frage es vor allem auch nicht alte, sterbende Menschen, wie geht's ihnen, sondern gerade bettlägerige, pflegebedürftige Menschen, auch gestern wieder. Ich frage, wenn die so die weiße Decke sehen, was sehen sie eigentlich? Und dann ist noch interessant, was Leute antworten. Übrigens auch da verweigern die wenigsten Leute die Antwort. Sie sagen höchstens, ach, das ist jetzt noch eine spannende Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Bloß dann fällt den Menschen der letzte Tatort ein. Oder zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ich werde bleiben in seinem Hause, immer da, in alle Ewigkeit. Und dann merke ich plötzlich, hier habe ich eine Welt und da die andere Welt. Hoffnung hat der, der diesen Hirten sieht. Ob der Tatort so viel Hoffnung vermittelt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie eine Tatort-Sendung angeschaut habe. Es noch tut nie? Mir leid. Nein, es tut mir wirklich leid. Wir haben auch keinen Fernseher und deshalb bin ich da ein bisschen ungebildet. Kann man auch im Internet anschauen. Ich möchte noch auf etwas anderes eingehen. Und zwar, für die Gegenwart spielt ja auch die Vergangenheit eine wichtige Rolle. Und du siehst gerade im Hinblick auf Europa, siehst du Hoffnungslinien, die sich zeigen in der Geschichte und auf denen wir gewissermaßen weiterschreiben können. Wie sind diese Hoffnungslinien? Wie kommst du darauf? Wie sehen die aus? Genau, ich glaube daran, dass Europa auch so etwas wie eine Berufung, wie eine Beauftragung hat. Und wenn ich mich etwas in die Geschichte von Europa eindenke, vor allem wenn ich sehe, wie der Apostel Paulus von Asien nach Europa gekommen ist, dann beobachte ich einfach eine Reihe von Dingen. Ich glaube, niemand wird bestreiten, dass dem Paulus so diese zwei Grunddynamiken von Wahrheit und Barmherzigkeit auf dem Herzen lagen. Also, es ging ihm um Wahrheit. Dafür war er bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und die Barmherzigkeit. Wenn man zum Beispiel in Philippi, das war ja die erste europäische Stadt, wo Paulus öffentlich aufgetreten ist, finde ich das hochspannend, was dann passiert. Er steigt dann hinunter zum Fluss, wo scheinbar sich etwa 10 oder 15 Frauen getroffen haben. Eine davon war die Lydia. Und dann passiert enorm viel. Zum Beispiel, zuerst setzt sich der Paulus, darin spiegelt sich seine Barmherzigkeit wieder. Er redet praktisch auf Augenhöhe, er predigt nicht von oben herab diese Frauen an. Und dann ist hochspannend, also wenn man jetzt mal nimmt, Europa mit dieser Grundbeauftragung Wahrheit und Barmherzigkeit, Dienerschaft könnte ich auch sagen, dann passiert bei der Lydia eine ganz spannende Sache, nämlich, ihr Herz wurde aufgetan. Der Herr tat ihr das Herz auf. Könnte ich jetzt nicht daraus schlussfolgern, Europa ist in sich ein Herzenskontinent. Jetzt kann man darüber reden. Aber von der Grundbeauftragung, Herzenskontinent zu sein, darin fühle ich mich sehr wohl. Was hat die Lydia dann gemacht? Sie übte Gastfreundschaft. Sie hat nämlich dem Paulus und seiner Mannschaft gesagt, kommt doch zu mir nach Hause. Und aus dem heraus hat sich ganz viel ergeben. Also das Asiatisch-Jüdische und das Griechische im griechischen Raum, auch dann Korinth später, das kommt zusammen. Daraus kann ich nur lesen, ein Grundelement der europäischen Kultur ist Versöhnung der Gegensätze. Und aus dem heraus die Barmherzigkeit, dann die Gastfreundschaft, die Hospitäler, die entstanden sind, die Liebe. Und aus dem heraus die Bildung, die Universität Bologna 1166 dann, darüber reden wir bis heute. Das sind für mich so die Spuren aus der Vergangenheit, wo ich glaube, wir uns hineinstellen können und sagen können, doch diese Barmherzigkeit, dieses von unten zu den Menschen kommen. Das möchte ich auch. Als einzelne Gemeinschaft oder auch als einzelner Mensch. Oder das mit dem der Herzensangelegenheit. Ich würde sogar sagen, unsere Bildung ist eigentlich eine Herzensbildung. Ich meine, jede Vineyard-Gemeinschaft ist eine Herzensgemeinschaft. Das Herz quillt über. Und der Kopf kommt hinterher. Deshalb ist auch das Dümmste, wenn jemand sagt, das, was in meinem Kopf ist, muss jetzt ins Herz.
Das finde ich eine dumme Aussage. Ich fände es sehr viel besser, wenn wir sagen würden, das, was in meinem Herz ist, das muss jetzt in den Kopf. Das gibt eine echte Herzensbildung, von der ich schwärmen könnte fürs 21. Jahrhundert. Das heißt, auf diesen Hoffnungslinien weiterschreiben heißt wahrnehmen, da ist eine Geschichte da in Europa, die eben damit zu tun hat, mit Wahrheit, mit Barmherzigkeit, mit Gastfreundschaft, mit all diesen Themen und mich da reinstellen und das in meinem Leben einerseits konkret werden zu lassen, aber mich dann auch mit anderen zusammenzutun, um das noch mehr zu leben. Ja, genau. Und dann stelle ich mir vor, dass die eine Vineyard-Gemeinschaft wird mehr das aufgreifen, die andere das. Und wenn ich einem einzelnen Mensch, Matthias, wenn ich dir jetzt begegne, dann spüre ich schon ein bisschen, was von diesen Dimensionen der Beauftragung Europas in dir zum Vorschein kommt. Ein wahrer Genuss, dir zu begegnen. Ich glaube, ein wahrer Genuss, jedem Vineyard-Menschen zu begegnen, weil etwas aufleuchtet von dieser Urbeauftragung, die Gott diesem Kontinent Europa gegeben hat. Ich darf mich in diese Hoffnungslinien, in diese Spuren hineinstellen und darf Mitgestalter sein des 21. Jahrhunderts. Und da werden wir gewissermaßen wieder bei den Gärten der Hoffnung, also wo wir das gemeinsam leben, auf diesen Linien weiterschreiben und auch beim Begriff Sinfluencer. Wir haben vorhin, hast du gesagt, hey, Sinn, das ist immer wieder eine Frage, die uns treibt. Und ich fand das interessant, du sprichst von Sinfluencer, die es braucht. Ja, genau. Wir kennen ja den Begriff des Influencer und wir möchten alle Influencer sein. Bloß womit beeinflusse ich denn eigentlich? Und ich glaube, Kernmerkmal, Schlüsselmoment der Menschen, die Jesus lieb haben, das ist eben nicht Influencer für irgendwas, auch kein Lebenskonzept, auch keine Ideologie, schon gar nicht, sondern dieses Sinnstiftende unter uns, zuerst in der Familie, in der Gemeinschaft, wo ich lebe, und dann in der Stadt, in die Gott mich hineingestellt hat, an den Ort, in das Land, auf dem Kontinent. Und ich könnte davon schwärmen, wenn die Vineyard-Bewegung eine Bewegung von Sinfluencer ist, weil sie einfach wo auch immer in allen Lebensfeldern, die wir uns vorstellen können, weil da Sinn gestiftet wird, weil diese Menschen etwas vom Kommenden sehen, was ihnen ganz, aber sie ganz anders in der Gegenwart leben lässt. Und dann eben vielleicht auch dazu führt, dass wir nicht nur die Gegenwart optimieren wollen und quasi in einer immer besseren Dynamik leben wollen, sondern dass wir aufgrund der Verankerung in der Zukunft auch irgendwie bereit werden, vielleicht herausfordernde Wege zu nehmen, als nur den Weg des geringsten Widerstands. Das sowieso. Und vor allem gewinnen wir vielleicht einen Moment lang etwas Distanz zur Optimierung bis hin zu unseren Gottesdienstformen, die wir ja manchmal einfach Vineyard nicht, aber vielleicht ein paar andere. Wir wollen es immer optimieren, besucherfreundlicher machen und. Vielleicht müssen wir mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, wollen wir das wirklich optimieren? Oder lohnt sich nochmal ein Blick auf ganz andere Dimensionen, was eine noch viel bessere Gegenwart schafft, aber nicht nur das bisherige optimiert? Nämlich geleitet vom Blick von der Zukunft, verbunden mit dieser Schnur in der Vergangenheit und in die Zukunft. Und wir möchten diesen Teil abschließen, nämlich mit einem Text, den wir zusammen auch schon im Vorfeld besprochen haben, der sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt, dass da, wo wir eben diesen Sinn, diesen größeren Sinn sehen in der Verheißung in der Zukunft, wo wir dann bereit werden, nicht nur eben auf unsere Gegenwart zu blicken und im Jetzt, im Hier und Jetzt versuchen, alles zu optimieren, sondern bereit werden, eben auch schwierige Wege zu gehen. Wir finden den Text im 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unser Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist das Zeitliche, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich
danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf den nächsten Clip. Vielen Dank, Markus Müller. Danke.